Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons. Oh mein Gott, ich habe schon ganz vergessen, dass ich ja einen neuen Stil habe. Irgendwie gefalle ich mir jetzt doch viel besser. Warum habe ich das denn schon viel eher angezogen? Ich ärgere mich gerade ein bisschen, aber nun gut. Heute ist ein sehr verregneter Tag. Was wir auch gleich mit großer Ernte und viel Zeit nutzen werden. Da Kartoffelsamen. Wir können uns auch gleich wieder ein bisschen was kochen. Haben wir jetzt ein paar Kartoffeln. Wir kriegen das schon hin. So, erstmal wieder alles neu aussehen. Was haben wir denn? Wir haben jetzt bald Mitte des Monats. Bin mal gespannt, wann auch meine Beziehung mit Rhaegar weitergeht. Gucken wir mal, warte mal. Um die Tiere habe ich mich in der letzten Folge gestern schon gekümmert, oder? Nee, ich gucke trotzdem lieber nochmal nach. Ja, die sehen eigentlich alle soweit ganz glücklich aus. Okay. Gut, so viel dazu. Kratz. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Gewächshaus, wo ich trotzdem gießen muss. Voller Genuss. Und ich werde nicht müde zu erwähnen, wie krass automatisch diese Süßkartoffeln aussehen. Ich meine, what the fuck, das ist keine normale Farbe. Naja. So, mein Gott, da werde ich viel kochen können heute. Dann müsste ich aber so langsam bald auf die 15.000 zugehen, oder? Also 10.000 mindestens. In 9er Schritten geht es trotzdem noch voran. So, Gießkanne. Ja. So, habt ihr eigentlich noch Vorschläge, was ich noch so für Harvest Moon Spiele spielen könnte? Also, die neuen rauskommen. Ich hätte auf jeden Fall wieder übelst Bock, also das habe ich glaube ich schon mal angesprochen, ich habe übelst Bock auf Home Factory Frontier. Und dann würde ich glaube ich wirklich auch sowas wie Geschichte 2 auch steht hinnehmen. Das hatte ich ja mal angefangen zu spielen damals, privat. Habe aber halt eben nicht so lange gespielt und das würde sich vielleicht auch nochmal als Let's Play ganz gut anbieten. So, hier nochmal ganz kurz schauen. Euch geht's allen gut, hä? Oh mein Gott. Mein Gott, eine Stelle ist größer geworden, kann das sein? What the fuck? Bianca hat wieder ein Geschenk, einen schwarzen Fels. Danke dir. Kiro geht's hoffentlich auch ganz gut. Ja, sehr schön. So, schauen wir mal hier rüber. Was es da noch Tolles gibt. Ich bin mal gespannt, wie lange das alles noch geht. Mit den ganzen Tropenländern und so. Ich habe auch gelesen, es gibt Zuckerrohr im Tropenland dann später. Das ist natürlich auch praktisch, aber dann brauche ich es ja eigentlich auch nicht mehr wirklich, wenn ich Länder habe. Zucker würde ich dann wirklich halt eben noch gerne selbst herstellen, um Sachen halt herzustellen für die Länder. Und wenn, das beißt sich selbst in den Schwanz. Also, wenn ich etwas brauche für die Länder und es aber erst kriege, wenn ich die Länder habe, brauche ich es dann nicht mehr. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe ja. Wir gucken einfach mal. Ich laber, glaube ich, wieder ein bisschen Mist. So, sind wir jetzt hier durch? Ja, oh, ich mag meinen Stil übelst. Ich gehe übelst auf die Klamotten ab. Noch mal ein paar andere Haare. Ein bisschen anders, andere Haare, wie auch immer. Och, ist eigentlich schon ganz nett. So, okay, hier. Huch. Oh yeah, mit den ganzen Gewächshäusern hier werde ich wirklich bald das gerichtete Zeug fertig haben. Dann werde ich dann, denke ich mal, noch alles dann mit Bäumen hier besetzen. Dass ich dann auch noch das Frostland dann voll kriege. Weil da brauchen wir ziemlich viel Holz für verschiedene Dinge. So. Warum habe ich eigentlich jetzt die Gießkanne weggesteckt? Ich brauche sie eh gleich wieder. GG. Yeah. GG. So. Meister Gießkanne. Okay. Okay. So. Hier weiter. Hier noch gießen. Dort noch gießen. Und noch hier. Sehr schön. Oh, wie viel ich gießen muss. Das ist der Wahnsinn. Oh, oh, oh. Ja. Ich muss dringend was essen. Zucker, Cowboy-Outfit, Spiegelei. Zwei Stück Futter mal erstmal. So. Gut. Jetzt würde ich gerne oben nochmal alles durchgucken. Ich glaube, in der Klipperwerkstatt kann ich jetzt auch wieder inzwischen einiges machen. Ja, schauen wir mal. Oder warte mal, wird zu spät. Gut, gehen wir erstmal in die Töpferwerkstatt. Hier rausnehmen. So, herausnehmen. Was gibt's denn noch? Einen großen Keramiktopf. Hier. Bäm.
Und ja. Bäm. Kann ich endlich. Oh, sehr schön. Gut, da schmeiße ich hier auch erstmal alles rein. So. Oh, es sind zu viele Materialien. Ist schon alles voll jetzt. Ja, okay, es dauert aber alles nicht mal wirklich lang. Denn heute wird einiges fertig. Gut, gucken wir mal, ne? Lass mal das erstmal. Kurz überlegen. Gehen wir nochmal hier rein. Hier müssten jetzt nämlich, glaube ich, auch inzwischen letzten Sachen fertig sein. Ja. Rausnehmen. Ich glaube, jetzt wird auch nichts mehr hergestellt, ne? Nee. Sehr gut. Lassen wir das so. Sonst noch irgendwas, was wir mal wieder besuchen könnten? Nein, nein, nein. Die Kälterei vielleicht. Schauen wir mal kurz rein. Hallo? Ist hier irgendwas? Ah, herausnehmen. Wie sieht's sonst so aus? Oh ja, das dauert alles noch. Oh, das dauert alles noch. Oh ja. Kann ich trotzdem hier irgendwelche Most? Kirschmost. Okay. Sekunde, Kühlschrank, herausnehmen, Sekunde, sortieren, bitte. So. Jetzt müsste ich ein Stack Kirschmosk machen können. Sehr gut. So. Also, jetzt sind beide im einen drin, nicht getrennt. Orangenmosk mache ich auch noch. Boah, ich bin zu fleißig, ne? So, und das war es eigentlich soweit, ne? Ja, okay. Gut. Es geht voran, es geht voran, so wie man es machen kann. Okay, dann lassen wir das erstmal soweit. Gut. Ja, ach stimmt, was kochen will ich? Ich könnte eigentlich jetzt auch zum Mittag essen, ne? Machen wir das am besten gleich mal. Ich meine, wir haben Zeit. Es ist Mittag. Rega ist heim. Am besten wir kochen heute mal. Einfach so. Es ist Essenszeit. Essen. Ich koche. Welches Gericht? Rezept? Einfach irgendwas zusammenwürfeln machen wir mal. Ah, lass uns essen. Na, mal hin. Nom, 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 nom. Weißt du, egal wie schlecht ein Gericht auch ist, ich wollte nicht sagen, wenn du dich bemüht hättest, aber das hast du in diesem Fall nicht, oder? Wenn du zu beschäftigt bist, sag es mir einfach, okay? Es ist schade, Zutaten so zu verschwenden. Oh, ich bin voll. Oh. Okay, jetzt, da wir quasi die Halbzeit des Tages erreicht haben, sollten wir uns nochmal richtig reinhängen und unser Bestes geben. Oh, wir haben quasi beim Kochen verkackt. Ups. Ich dachte, ich mach das einfach, weil ich keine Ahnung, es war zur Auswahl da, okay? Ah, na gut. Ja, ja, ja. Kartoffelbrei, keine Zutat. Sonst noch irgendwas? Süßkartoffel? Nein. So. Tada! Nochmal Süßkartoffeln. Ist hier noch was? Nein, okay. Bin hier noch voll. Tada! Sonst noch irgendwas? Süßkartoffelsalat, Rettich. Ich glaube, das war's vorerst. Kann ich noch ein paar Sachen? Nee, ich lasse es erstmal. Wartet mal, wie viele Gerichte habe ich denn jetzt schon verkauft? Ich weiß, ich gucke immer jeder Folge mindestens 10-mal nach, aber das müsst ihr mir jetzt mal verzeihen. Gerichte. Oh Gott, das sind ja nicht mal, oh, nicht mal 10.000. Es geht voran, okay? Es geht voran. Die Hälfte habe ich schon geschafft. Puh. Immer ruhig bleiben. Ruhig Blut. Okay, laufe ich? Ja komm, das laufe ich zu Fuß. Ich habe auch lange, dünne Beine. Tatsching, tatsching, tatsching. Schaut euch meine langen, schlanken Beine an. Schon ganz schön sexy, ne? Gut. Gehen wir mal die ganzen Felder ab, wie immer. Ich kann es kaum erwarten, bis wir die Länder haben. Ich sollte vielleicht eventuell auch mal gucken, jetzt wo ich gerade bei Ländern bin, ob wieder irgendwelche Pachtrechte ablaufen. Gucken wir am besten dann gleich mal. Wenn ich es nicht vergesse, weil es ist Samstag. Tag. Muss ich mal gucken. Ich darf es nicht vergessen. Vermutlich bin ich erst in der nächsten Folge in der Stadt. Schauen wir mal. Was bist du denn? Ach, eine Kröte. Na gut. Kröte, du darfst rumkrötieren. Es sei dir gestattet. Wir können ja mal die Hexe besuchen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir ignorieren sie eigentlich immer ziemlich. Machen wir das mal.
Hallo? 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 Wo ist sie? Ach da, sie ist gerade. Es tut mir leid, Vici ist gerade. Bitte bleiben Sie dran. Oh Mann. Kann ich dir trotzdem was zu essen schenken? Auch wenn sie gerade ist, das kannst du dann auch gleich essen. Hier, Kartoffelbrei. Passt du irgendwie zu einer Hexe? Ups. Piep. Sie will nicht mal mein Essen annehmen, die blöde Kuh. Ist sie so lang? Ah, jetzt ist sie fertig. Jetzt kann ich ihr den Kartoffelbrei geben. Yay. Yeah. Ich nenne sie Bibi. Bibi Blocksberg. So, Kartoffelbrei. Halten. Hier. Hast du mir etwas zu sagen oder willst du dir einen Gefallen kaufen? Ich will es nicht. Also her. Ja, pf. Oh, ich glaube, sie hasst das Zeug so sehr, dass sie es nicht annimmt. Keine Ahnung. Spiegelei? Hä? Wieso will sie das Essen nicht annehmen? Verstehe ich gerade nicht. Was hat Luigi für Probleme? Okay. Wisst ihr, warum sie mein Essen nicht annimmt? Damals hat sie es angenommen. Hm. Komisch. Naja. Machen wir weiter. Witchis schlechte Laune. So, Witchy, Witchy. Sieht also weit gut aus. Ich gucke mir schon ein bisschen um, ob alles weit in Ordnung ist. Hier, das wächst noch. Ich glaube, die Bienen sind heute eh nicht draußen. Genau. Jetzt. Okay, das ist alles weit in Ordnung. Ich muss trotzdem noch bis auf die Uhr achten. Am besten, ich gehe jetzt schon mal in die Stadt und nehme nachher noch das Wurzelfeld mir vor, damit ich nicht zu viel Zeit verplempe. Weil die Geschäfte der Stadt, die schließen natürlich auch irgendwann mal. Gut, dann machen wir das jetzt mal. Dann gehe ich aber wohl doch noch heute zum Dingens Club. Ihr wisst schon, Pacht nachgucken in die Stadt. Machen wir gleich als erstes. Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen. Okay. Ja, genau. In die Gilde. Veronica! Na? Ah, willkommen in der Gilde. Wie kann ich dir helfen? Öffentliches Feld pachten. Bitte, okay. 6 Tage ist das nächste. Das schaffen wir. Okay, kein Problem. Gut, haben wir mal ein bisschen Wind wieder mal um nichts gemacht, aber was soll's. Das war mir jetzt wichtig, das nochmal nachzuchecken. Lieber zu oft als zu wenig. So, gucken wir nochmal hier vorbei. Ich weiß gar nicht, ob die heute offen haben. Corona, habt ihr heute offen? Verkauft ihr heute? Das wäre gut zu wissen. Hallo? Bling! Ah, hallo, willkommen im Schreinerladen. Schau dich ruhig in aller Ruhe um. Was möchtest du heute? Materialien kaufen, bitte. Kleinholz. Normales Holz. Körnerstein. Normaler Stein. Sehr geil. Was möchtest du heute? Nichts. Okay. Gut. Ich muss mal schauen, ob es noch irgendwie sonstige Events gibt, die ich irgendwie triggern kann und euch eventuell auch im Spiel zeigen könnte. Vielleicht werde ich auch wieder mal ein bisschen offscreen spielen. Gucken wir mal, wie ich das mache, wie ich Zeit und Lust finde. Gut. Oh, heute ist noch ein einziges Land da. Egal, guck mal trotzdem. Items kaufen, Items kaufen. Ballon, Kohl, Erdbeer, Rosen, nee. Laubbäume allerdings würde ich gerne mitnehmen. Gibt es irgendwie weiß? Mann. Weißen Stoff. Okay. Also hat er neue Baupläne, der gute? Spiegeltisch, braucht doch kein Mensch. Grauer Armstuhl. Aha. Ich guck gerade durch. Die meisten Sachen brauche ich einfach nicht. Ich brauche so ein bisschen, was nicht viel an Rohstoffen jetzt quasi kostet. Was ich vielleicht schnell selbst nachbauen kann. Naja, okay. Sonst gibt es nichts bei ihm, ne? Nach Tieren fragen. Gibt es da noch irgendwas Tolles? Nee, hä? No. Okay, das war's. Liefern können wir natürlich auch noch. Fällt mir gerade so ein, so ganz nebenbei. Es gibt irgendwie kaum Musik in diesem Part, weil es nur regnet. Das ist ein bisschen traurig.
Hier unklassierte Puppe, meine Güte. Rein damit, ja. Alles schön loswerden hier, weißer Keramikteller. Der Wein kann weg, der Kiwi-Wein kann weg. Da können wir wieder ein bisschen Geld zusammen, immerhin, ne? So, grüne Keramikschüssel, so. Jetzt müsste aber dann der Preis mal sinken dafür. Ich hatte hier noch ein paar Cowboy-Outfits. Und hier ist alles. Ja. Kommen jedenfalls ordentlich wieder was an Geld zusammen. So, okay. Preis und Speisen ist gesunken. Wir sind aber soweit auch durch. Na gut. Gut. Ja, und das war's eigentlich schon davon heute. Wirklich viel ist jetzt nicht passiert. Tut mir leid, ich überlege gerade. Ich muss wirklich mal gucken. Zum einen wird mich das wirklich interessieren, warum Witchy jetzt mein Türkisch angenommen hat. War das einfach nur, weil sie so scheiße fand? Fand die das irgendwie zu doof, was ich ihr gegeben habe? Oder ich habe keine Ahnung. Und ich muss dann eben noch gucken, ob ich irgendwie noch besondere Events irgendwie triggern kann oder ähnliches. Gucken wir mal, weil das... wenn es mit Rega weitergeht. Das sind so ein paar Dinge, die vielleicht auch noch wichtig sind. Während wir auf das Land zuarbeiten. Also irgendwie meine Übersicht, was alles noch passieren kann, was ich alles noch machen kann. Also ich habe jetzt jedenfalls nicht vor, mich jetzt mit allen wilden Tieren in einem Dorfbewohner perfekt anzufreunden. Das ist jetzt nicht irgendwie das Ziel, was ich jetzt hier habe. Also so heiraten, Kinder kriegen, die ganzen Länder freischalten. Das ist eher so mein Ding jetzt. Ja, guck mal einfach mal. Wird schon irgendwie... Gut, dann bedanke ich mich euch wieder fürs Zusehen und ich sage dann mal ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, über Let's Play Story of Seasons. Ich weiß allerdings nicht, ob morgen ein Part kommen wird. Ich gebe mir natürlich wie immer Mühe, dass er kommen wird. Ich kann es aber nicht versprechen. Es wird dann eben wieder ein bisschen knapp, aber ich denke mal, spätestens am Übermorgen kommt wieder regelmäßig was. Und ab da werde ich auch um einiges mehr Zeit haben für die Produktion neuer Parts. Generell auch für meinen Kanal werde ich da hoffentlich mehr Zeit haben. Aber wie gesagt, Versprechen ist aber so eine Sache, ne? Ich will jetzt hier nicht so voll die große Ankündigungsjumee sein und dann am Ende nichts einhalten können. Na gut, wie auch immer. Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mit Let's Play Story of Seasons. Bye!